Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Willkommen zu den neuen Herfurt Foto News vom 1.2.21. Ich habe hier wieder was aufgeschrieben für euch, ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Es gibt was zu gewinnen. Dranbleiben bis zum Schluss und auf jeden Fall mitmachen. Und wir fangen mal direkt an mit den Foto News. Leica hat ein Update bekannt gegeben für die M10, also M10P, für die M10R und für die M10 Monochrom. Über die Monochrom habe ich schon was erzählt in einem der letzten Foto-News. Und zwar ist es jetzt so, sobald du die neue Software aufgespielt hast, erkennt die Software quasi in der Kamera automatisch stürzende Linien. Und das ist besonders interessant, wenn du beispielsweise Gebäude fotografierst, die halt leicht kippen quasi, im Bild kippen. Das würde die Software quasi sofort erkennen und würde das Gebäude im Grunde gerade ziehen. Also das, was du in Lightroom machst, dort kannst du halt im Grunde auch kippende oder stürzende Linien begradigen. Das ist auch kein Problem. Das kannst du quasi im Nachhinein machen und das würde hier die Software automatisch dann schon erkennen. Dann bleiben wir mal bei Canon. Und zwar Canon, war so ein bisschen mein Teasertext gerade. Stirbt Canon aus? Natürlich nicht. Canon stirbt nicht aus. Aber sie sagen selbst laut ihrem Bericht von 2020 im Finanzbericht, dass der Markt, der Kameramarkt sehr stark am Schrumpfen ist. Seit 2012 bereits sehr, sehr stark, seitdem es Digitalkameras quasi gibt, ist es sehr, sehr schwer geworden. Nicht nur für Canon, sondern für alle anderen Hersteller logischerweise auch. Aber sie sagen auch im Gegenzug gleich wiederum, okay, also der Kameramarkt stirbt oder wird weniger quasi. Dafür aber andere Produkte wie Fotoprodukte zum Beispiel, wie Drucker oder alles, was so dazugehört zum Thema Fotografie, das wird mehr und deswegen ist das ihr Bereich, letztes Jahr zumindest gewesen, der am besten gelaufen ist quasi und eben nicht der Markt der Kameramodelle, die quasi neu rauskommen. Ich packe euch dazu aber auch mal einen Link einfach in die Beschreibung unten in das Video rein, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen. Ja, die Sony hat die A1 gelauncht, Sony A1. Und ganz kurz von mir eine Info dazu. Ich finde die Kamera erstmal vom Prinzip her super, weil sie alles vereint, was man sich wünscht als Fotograf und als Videograf. 8K kann sie bei 30 Frames. 50 Megapixel lässt sich darüber streiten, finde ich ziemlich cool. Manchmal würde ich mir das wünschen, mehr Pixel zu haben auf jeden Fall, um ein bisschen mehr reinkroppen zu können. 15 Blendenstufen Dynamikumfang hat die Kamera und viele, viele weitere coole Features, wie ich finde. 7.300 Euro soll das Ganze kosten. Nicht ganz günstig, wie ich finde, aber, und das ist zumindest meine Meinung, der Markt, sage ich mal, geht eher zum Leasen dahin. Also wenn ich jetzt von mir spreche, als selbstständiger Fotograf, dann wird es sowieso immer schwieriger, sich alle 2-3 Jahre ein neues Kameramodell zu kaufen, weil man muss immer natürlich gucken, okay, wie schnell kann ich das Modell quasi amortisieren und habe ich auch im Grunde so viel Einnahmen, dass die Kamera natürlich auch wieder bezahlt werden kann, weil im Endeffekt muss ich mir ja Equipment kaufen, was wiederum durch die Einnahmen, die ich dann generiere als Fotograf, natürlich wieder bezahlt werden muss. Und das ist, glaube ich, schwierig. Gerade bei so einem hohen Betrag ist ja im Grunde wie ein kleines Auto. Das kann ich natürlich auch leasen und muss es mir nicht kaufen. Und ich glaube, dass der Trend auf jeden Fall dahin gehen wird, dass man Kameras später mehr leasen wird, statt sie sich selbst zu kaufen und dann irgendwann nur noch ein Apfel und Ei dafür zu bekommen, weil sie dann eh verbraucht ist quasi. Das ist aber nur meine Meinung dazu. Was ich ziemlich spannend fand bei der Kamera ist, sie hat einen Real-Time-Augen-Autofokus für Vögel. Wie krass ist das bitte? Also Vögel haben so eine kleine Äuglein, wie ich jetzt zumindest weiß. Zumindest kenne ich keine großen Vögel mit riesengroßen Augen. Zumindest jetzt ein Uhu vielleicht oder so, ich weiß nicht, oder eine Eule. Die würden mir jetzt noch einfallen, aber ansonsten haben die ja relativ kleine Augen. Und dass es da funktionieren soll, finde ich schon sehr cool. Also es macht auf jeden Fall Bock drauf, das mal zu testen. Wie gesagt, muss man es haben, will man es haben? Also ja, ich würde die Kamera super gerne haben, aber würde ich sie mir kaufen? Nein, würde ich mir nicht kaufen, weil sie mir einfach viel zu teuer ist. Das ist einfach so, ja, muss man abwägen, gar keine Frage. Genau, dann bleiben wir bei Sony. Sony hat ihre erste Drohne vorgestellt, die Sony Airpeak. Eine Drohne für das High-Level-Segment, sage ich mal. Das Coole nämlich daran ist, es ist nicht eine normale Drohne, sondern du kannst deine Sony-Bodies daran hängen, mit einem Objektiv dazu. Und das ist schon echt heftig. Natürlich musst du dir vorstellen, dass die Drohne natürlich sehr, sehr groß sein wird dazu, weil sonst kann sie das Gewicht der Kamera ja gar nicht tragen. Finde ich sehr spannend, was da noch so ein bisschen passiert, weil DJI dominiert natürlich den Markt, sind Marktführer mit ihren Drohnen, machen auch total tolle Drohnen, wie ich finde. Aber trotzdem finde ich es spannend irgendwie, dass Sony sich auch da rantraut und sagt, okay, pass auf, wir probieren jetzt mal was Neues und denken das mal so ein bisschen anders. Ja? Also denken mal das Thema Drohnen so ein bisschen anders. Weil, ja, wie cool ist es eigentlich, wenn man schon eine Top-Kamera quasi hat, die man dann auch noch an die Drohne machen kann, mit der man dann auch noch quasi in 8K Drohnenaufnahmen machen kann. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, finde ich. Und da packe ich euch auch einen Link mal in die Videobeschreibung unten rein.
Dann hat Fuji Film oder Fuji eine neue Kamera rausgebracht, eine XE4, so heißt sie. Und ist für uns Otto-Normalverbraucher gedacht, APS-C-Kamera mit 26 Megapixel, Klappdisplay, viele Features, wie sie hat, zumindest habe ich das gelesen. Preis habe ich jetzt nicht gefunden, soll aber zum Beispiel das Zubehör haben, dass man quasi seine JPEG-Bilder, die man in der Kamera macht, gleich mit dem Bildlook überlegen kann, also rüberlegen kann. Quasi so ein bisschen wie am Handy. Also wenn ich am Handy bin und mache irgendwie ein Foto, kann ich ja auch für Instagram oder für was auch immer einen Bildlook mir aussuchen. Das kann ich halt in der Kamera zukünftig mit diesem Modell auch machen, was ich sehr spannend finde, denn man muss ein bisschen überlegen, bringt die Kamera überhaupt was? Ich finde ja, sie bringt was, weil sie ist spannend für quasi Gelegenheitsfotografen, für Hobbyfotografen, die im Urlaub fahren wollen und trotzdem schöne Bilder machen wollen und vor allem, die keinen Bock auf Nachbearbeitung haben. Also ich spreche aus eigener Erfahrung, es ist echt ein Thema. Nachbearbeitung kostet viel, viel Geld und viel, viel Zeit vor allem auch, weil die Nachbearbeitungszeit, die ich jetzt als Fotograf habe, die muss ich natürlich meinen Kunden irgendwie auch umlegen ein Stück weit, damit natürlich auch die Zeit nachher quasi ein Stück weit vergütet wird. Und das finde ich hier ziemlich spannend, denn das hat man im Grunde nicht mehr. Also wenn du halt Bock hast, einfach loszugehen und coole Fotos zu machen, dann kannst du dir einfach die Kamera schnappen, sie ist halt sehr, sehr leicht und machst dein Foto und bist quasi fertig, ziehst es per Wi-Fi auf dein Handy rauf, kannst es gleich posten oder direkt von der Kamera gleich mit dem Netz verbinden und dann ist das quasi schon gegessen. Also, wie gesagt, finde ich das sehr spannend. Dann habe ich gefunden und zwar ein richtig cooles Video und zwar die Aurora aus dem Weltall fotografiert. Und zwar hat die ISS Raumstation oder Raumfähre, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, hat einen geomagnetischen Sturm gesehen. Das haben sie auch aufgenommen auf Video. Das Video packe ich dir mal unten rein. Es ist richtig krass, sowas zu sehen. Also siehst du im Grunde aus dem Weltall oben die Welt, die Kugel, die Weltkugel und quasi darüber die Aurora. Das ist echt richtig fantastisch. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, denn ich habe die Aurora ja auch schon gesehen, auch vom Island-Trip. Wenn du das Video noch nicht kennst, dann schau da vorbei. Ich packe dir auch da mal einen Link einfach in die Videobeschreibung unten rein. Also sehr, sehr spannend. Das Video ist auf jeden Fall auch richtig cool gemacht. Für alle, die Bock haben, mal Polarlichter zu sehen, sehr, sehr cool gemacht. Genau, dann kommen wir schon zum nächsten Punkt und zwar eure Instagram-Kanäle. Vielen, vielen Dank. Wir sind mittlerweile bei über 1300 Hashtags mit dem Hashtag, mit dem Namen Hashtag HerfurtFoto. Vielen Dank dafür. Wie immer schaue ich mir alle Bilder auf jeden Fall auch an, kommentiere in der Regel auch und like sie vor allem. Und wenn du Bock hast mitzumachen, dann markiere mich einfach mit dem Hashtag HerfurtFoto. Dann sehe ich das und dann stelle ich auch deinen Kanal in den nächsten Fotonews hier einmal vor. Heute habe ich einmal den Kanal von Fotografie Kiel. Schöne Grüße nach Kiel, ich habe dort Verwandte. Also Kiel ist mir nicht ganz unbekannt und mir ist aufgefallen, das schöne Bild von dem Schiff Odin im Kieler Hafen hinein fotografiert. Fand ich sehr, sehr schön, bin ich gleich hängen geblieben. Ja, gut gemacht auf jeden Fall, schöne Stimmung. Den Namen kann man gut lesen von dem Schiff, was ich auch wichtig fand. Also man hat gleich eine Verbindung quasi so ein bisschen zu dem Hafen, wenn man ihn quasi auch dann kennt. Und ja, schönes Bild, Fotografie Kiel, weiter so machen. Vielen Dank dafür. Der zweite Kanal ist von Giulio oder Giulio 67. Und zwar hat der ein Bild gemacht von verschiedenen Personen in so einem Lichttunnel quasi, oder in einem Tunnel ist es wahrscheinlich. Bin ich irgendwie auch gleich hängen geblieben, weil der Blick sofort so gelenkt wird in den Tunnel hinein. Und man fragt sich im Grunde, was passiert dahinter, wo geht es da weiter, wo geht man da lang? Und das fand ich halt sehr, sehr spannend gemacht. Auch hier von mir den Daumen nach oben. Schönes Foto, mach auf jeden Fall weiter so. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach dann HerfurtFoto nutzen und dann kann ich das sehen und würde quasi auch euren Kanal hier mal vorstellen. Vielen Dank dafür. Gut, wir machen weiter und zwar habe ich heute mal wieder ein Foto, also ein Video mitgebracht über das Thema Fotografie in Anführungsstrichen. Es geht nicht um das Thema Fotografie per se, sondern es geht darum und zwar das Video heißt Everest The Summit Climb. Ich bin ein totaler Fan quasi vom Film Everest, falls du den schon mal gesehen hast, kannst du es vielleicht nachvollziehen, warum der so cool ist. Finde ich sehr cool gemacht und hier ist es so, da haben die im Grunde das gefilmt, wie sie auf dem Peak oben drauf stehen, wie sie hochgehen so ein bisschen und die Stimmung ist quasi auch richtig cool, weil das ja so real quasi gemacht wurde. Das Video packe ich euch dazu mal rein, also wenn ihr Bock habt auf Berge und auf richtig hohe Berge, auf den höchsten Berg der Welt, dann ist dieses Video auf jeden Fall genau das Richtige für euch. Genau, dann kommen wir zu meinem Equipment, was ich nutze. Heute nichts Kameramäßiges, sondern was fürs Telefon. Ich nutze einen Wireless Charger. Habe ich mir gekauft letztes Jahr beim Amazon Prime Day für 7 Euro. Und das Ding liebe ich mittlerweile. Also einfach hinlegen, Handy rauflegen und es wird aufgeladen. Mit meinem iPhone habe ich da das Ganze genutzt. Das Ganze ist von Let's Com.
Packe ich euch mal in die Videobeschreibung unten rein, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Also wenn ihr keinen Kabelsalat mehr wollt auf dem Schreibtisch, einfach so ein Teil kaufen. Das sieht echt in Ordnung aus. Einfach hinlegen, Handy rauflegen und es wird aufgeladen. Wird auch angezeigt, wenn es auflädt, wenn es fertig ist quasi. Und dann, ja, super Teil. Also für mich eine richtig praktische Hilfe, um halt zu Hause mein Handy aufladen zu können. Dann das Thema Sonstiges. Ja, was steht noch auf dem Schirm? Ganz, ganz viel steht auf dem Schirm, denn diese Woche kommt auf jeden Fall noch die Bildkritik zu den Porträtbildern von euch. Die muss ich noch schneiden, das habe ich letzte Woche leider nicht geschafft, aber die Woche auf jeden Fall versprochen, setze ich mich ran, dann wird es geschnitten, das Video. Also mal gucken, wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag kommt das Video raus. Da auf jeden Fall vorbeischauen, das sind richtig coole Bilder von euch dabei gewesen, wie ich finde. Und dann könnt ihr euch die Bildkritik mal anschauen. Dann gibt es neue Workshop-Termine für meine Fotografie-Workshops. Da packe ich euch auch mal einen Link in die Beschreibung rein. Da gibt es fürs ganze Jahr jetzt quasi alle Workshop-Termine hier in Rostock und in Warnemünde. Auch Einzelcoachings biete ich an und auch Webinare. Also wenn du jetzt vielleicht irgendwo auf der Welt sitzt, irgendwo in München oder wo auch immer, oder naja, nicht jedenfalls hier in MV, dann ist das vielleicht auch was für dich, denn das Webinar geht, glaube ich, gute 2 Stunden und wir behandeln auch da quasi alles, was das Thema Fotografie so angeht. Und wenn das was für dich ist, dann schau da gern vorbei. Ne? Also nicht vergessen. Ja, dann gibt es die Möglichkeit, du kannst mir quasi einen virtuellen Kaffee kaufen. Also wenn du Lust hast, mich ein bisschen zu unterstützen. Wenn aber die Kanalmitgliedschaft jetzt zum Beispiel hier nichts für dich ist, die gibt es hier auch für 99 Cent im Monat, was ich echt nicht viel finde, also nicht mal 1 Euro im Monat. Damit unterstützt du quasi meine Arbeit hier auf YouTube und natürlich auch meine Fotografiearbeit, das Ganze hier vorzubereiten, die Videos zu drehen, zu schneiden und zu produzieren logischerweise. Und wenn du halt Bock hast, mir einfach mal so eine Art virtuellen Kaffee oder ein Bier mal auszugeben, dann packe ich dir auch mal einen Link unter die Beschreibung. Also für 3 Euro kannst du da meine Arbeit quasi so ein bisschen unterstützen. Würde ich mich sehr freuen und sag jetzt schon mal vielen Dank für die Unterstützung von euch. Genau. Dann das nächste größere Projekt ist mein persönliches Buchprojekt und zwar das Fotoabenteuer Warnemünde. Dazu wird es die Woche sehr wahrscheinlich auch noch ein Video geben, ein extra Video, wo ich so ein bisschen erkläre, um was es eigentlich geht bei diesem Fotoprojekt, Fotobuchprojekt. Es ist richtig cool, wie ich finde. Momentan bin ich noch beim Lektorat dabei und das Layout ist quasi aber auch schon fast fertig. Und das Buch wird sehr wahrscheinlich jetzt Ende Februar, Anfang März rauskommen, wenn alles rund läuft. Also ich muss noch ein paar Sachen ändern, ein paar Sachen anpassen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Um was es da geht, erfährst du dann in dem Video, was die Woche auf jeden Fall dazu nochmal rauskommen wird. Also da bleib informiert und schau das Video auf jeden Fall mal an. Genau, dann kommen wir zur Verlosung. Ich habe das schon eingepackt, denn ich habe den Gewinner schon informiert. Und zwar Fabrice Goseroth hat den Adapter gewonnen, den USB, den HDMI auf, weiß ich jetzt nicht, Adapter, der ist schon eingepackt, der geht morgen gleich zur Post raus, also sollte die Woche bei dir noch ankommen, herzlichen Glückwunsch dafür und ja, auch danke alle anderen, die mitgemacht haben, leider nicht gewonnen haben, aber heute könnt ihr was gewinnen. Ich warte jetzt gerade auf die Post, also die Post bringt noch ein paar Bücher heute für mich, ein paar Fotografiebücher und zwar verlose ich heute einmal das Buch National Geographic's Photo Guide, einmal das Buch für heute für euch, wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, schreibt einfach unter das Video das Wort Buch. Und dann könnt ihr es gewinnen und der Gewinner wird wie immer in 2 Wochen in den neuen News bekannt gegeben. Also macht mit. Ich habe es jetzt nicht geliehen, wie gesagt. Es kommt aber heute noch auf jeden Fall. Und das verlose ich dann, wie gesagt, heute in den neuen Foto-News. Genau, das war es im Grunde. Wenn das für euch heute interessant war, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Das Video auf jeden Fall teilen mit Freunden und Bekannten und nicht vergessen zu kommentieren. Drückt doch mal die Abo-Glocke, dann bekommt ihr alle Videos in euer YouTube-Postfach hinein. Und wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach mal 3 Euro vielleicht spenden quasi für einen kleinen Kaffee oder die Kanalmitgliedschaft abonnieren für 99 Cent im Monat. In diesem Sinne, ich bin ein bisschen trocken jetzt am Hals, ich muss ein bisschen was trinken. Schön, dass ihr da wart, bleibt gesund und wie gesagt, die Woche kommen noch einige Videos für euch auf diesem Kanal raus und schaut da gerne vorbei. Bis bald, alles Gute, macht's gut, euer Mike. Ciao, ciao.